Hallo zusammen, ich werde euch heute ein paar Informationen zu überkritischen Fluiden geben. Als erstes mal die Definition des kritischen Punkts. Der kritische Punkt ist ein thermodynamischer Zustand, wo sich Gas- und Flüssigphase angleichen. Der kritische Punkt ist der Beginn des überkritischen Zustandsgebiets. Am kritischen Punkt herrscht kritische Temperatur und kritischer Druck. Und zum Schluss beendet der kritische Punkt die Dampfdruckkurve. Eine Dampfdruckkurve von CO2. Eine Dampfdruckkurve ist diese hier, setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil ist die Siedepunktskurve, die liegt hier zwischen Triplepunkt und kritischen Punkt, zwischen Flüssigkeit und Gasphase. Und aus dem zweiten Teil, das ist die Sublimationskurve, die liegt hier zwischen Feststoff und Gas. Am Ende der Dampfdruckkurve liegt der kritische Punkt. Ab dem kritischen Punkt haben wir den überkritischen Zustandsbereich. Das ist dieser hier. Einmal so. Und in diesem Bereich liegt das überkritische Fluid. Definition eines überkritischen Fluids. Überkritische Fluide sind Stoffe, bei denen die Flüssigphase und die Gasphase sich nicht mehr unterscheiden lassen. Und überkritische Fluide liegen halt immer oberhalb des kritischen Punkts. Entstehung überkritischer Fluide. Durch die Annäherung des Drucks an den kritischen Druck und der Temperatur an die kritische Temperatur entstehen flüssige überkritische Fluide. Die Moleküle eines Gases nähern sich immer weiter an, bis irgendwann die Abstände zwischen den Molekülen genauso weit oder groß ist wie die Abstände einer Flüssigkeit. Dadurch gibt es dann keine zwei Phasen mehr, keine Gasphase mehr und keine reine Flüssigphase mehr, sondern eine homogene Phase, das überkritische Fluid. Zum Konzepttest. Frage lautet, welche Aussage gelten für ein überkritisches Fluid? A. Die Oberflächenspannung ist 0. B. Durch starke Kompression kommt es zur Ausbildung von zwei Phasen, flüssig, Gas. C. Die Verdampfungswärme ist 0. Und D. Die Isotherme im PV-Diagramm zeigt Unstetigkeiten. Antwort A ist richtig. Die Oberflächenspannung ist 0. Da Oberflächenspannungen nur entstehen können, wenn man zwei Phasen hat, wie zum Beispiel bei Wasser und Luft, kann bei unserem überkritischen Fluid keine Oberflächenspannung entstehen, da wir keine zwei Phasen mehr haben, sondern nur noch eine homogene Phase. B. Durch starke Kompression kommt es zur Ausbildung von zwei Phasen, flüssig, gasförmig. Diese Antwort ist falsch. Da wir eben schon gehört haben, dass sich durch die Annäherung des Drucks an den kritischen Druck die Abstände zwischen den Molekülen immer geringer werden, kann es ja nicht sein, dass sich durch starke Kompression dann zwei Phasen bilden, sondern eher eine homogene Phase und das wäre ja unser überkritisches Fluid. C. Die Verdampfungswärme ist 0. Diese Aussage ist richtig. Da sich beim Annähern des Systems an den kritischen Punkt die Verdampfungswärme immer weiter runterschraubt, bis zum kritischen Punkt selber ist sie 0 und alles was drüber kommt, also was im überkritischen Bereich liegt, da ist die Verdampfungswärme auch 0. D. Die Isotherme im PV-Diagramm zeigt Unstetigkeiten. Diese Aussage ist falsch. Unterhalb des kritischen Punktes zeigen alle Isothermen Unstetigkeiten. Da sind Knicke drin oder Haken drin. Aber sobald der kritische Punkt erreicht ist, zeigt diese Isotherme im PV-Diagramm keinerlei Unstetigkeiten mehr. Nochmal eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Antwort A und C ist richtig. Und Antwort B und D, dass durch starke Kompression zwei Phasen entstehen und dass die Isotherme im PV-Diagramm Unstetigkeiten zeigen, ist falsch. Jetzt habe ich noch ein paar Zusatzinformationen für die Leute, die es vielleicht noch interessiert. Wo in der heutigen Industrie überkritische Fluide benutzt werden, ist halt als erstes bei modernen Verbrennungsmotoren, welche Benzin verbrennen, die bringen dieses Benzin erst zu einem überkritischen Zustand, bevor es verbrannt wird. Textilien werden heutzutage auch mit überkritischen Farben gefärbt, was Vorteile bringt beim Einfärben und beim Wiederauswaschen der Farben. Und beim Medikamentennachweis aus Speisefleisch
wird überkritisches Wasser benutzt, welches dabei vorteilhaft ist, diese Medikamente aus dem Fleisch zu isolieren. Das war meine Präsentation. Vielen Dank.